ich hab doch gesagt, ich schaffe es, dich abzulenken. Abzulenken wovon? Ups, hab ich auch wieder vergessen. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Was? Du wirst jeden Tag schöner. Ach, du spinnst doch. Und die hier werden auch immer größer. Hey, das ist alles nur deine Schuld. Es ist nämlich so, wenn ein Mann eine Frau gut behandelt, dann wird sie immer schöner. Gut, dann schlage ich vor, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich mache das natürlich nur für dich. Ja, klar. So, ich bin weg. Wenn es wichtig ist, erreichst du mich per Telefon, ja? Was, du verreist in dieser Situation? Was erwartest du? Sollen wir eine neue Kollektion entwerfen? Für wen, Rebecca? Elzel ist so gut wie verloren. Ganz ehrlich, bald müssen ja alle sehen, wo sie unterkommen. Ich für meinen Teil fliege jetzt nach New York, treffe mich mit ein paar alten Kollegen und sondiere den Stellenmarkt. Sollte ich vielleicht auch tun. Wo steigst du ab? Mal gucken. Ich werde die ganze Zeit unterwegs sein. Ich brauche vermutlich kein Hotel. Hm. Ist alles okay mit dir? Mhm. Was zum Teufel isst du das? Ein bisschen ekelhaft, die Mischung, hm? Ich hab Hunger, ich hab das Frühstück ausgelassen. Was du mit Tim gemacht hast, statt zu frühstücken, konnte man durchs halbe Schloss hören. Aber wenn du glaubst, du kannst dich vor der Pleite noch schnell in den Mutterschutz flüchten, vergiss es. Dafür ist es zu spät, selbst wenn du bereits schwanger sein solltest. Du spinnst. Naja, bei deinen bizarren Essgelüsten und eurem Gestöhne ist der Gedanke nicht so abwegig, oder? Ich bin nicht schwanger. Hey. Hey. Hast du mal eine Minute? Geh noch länger. Oh, das sieht nach Arbeit aus. Ja. Ich habe mir überlegt, wir könnten doch eine Kinderkollektion rausbringen. Damit gewinnen wir neue Investoren und LCL bekommt ein junges, hippes Image. Und wir erreichen eine frühzeitige Markenbindung. Ich meine, Eltern ist doch das Beste gerade gut genug für ihre Kleinen. Oder wie würdest du das machen, wenn du Kinder hättest? Keine Ahnung. Ich würde denen auf jeden Fall keine Designerklamotten anziehen. Du wärst wahrscheinlich so ein anti-autoritärer Spaßdaddy, der mehr Quatsch macht als die Kinder. Vielleicht. Habe ich mir ehrlich gesagt auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich finde, wir könnten doch trotzdem schon mal so ein paar Kids raussuchen, oder? Für die Probeaufnahmen. Du sagst mir einfach, wen du gerne fotografieren würdest. Und dann habe ich eine konkrete Vorstellung, wenn ich die Sachen entwerfe. Du, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die Kleinen nerven nicht. Aber guck mal, die ist doch süß, oder? Süße Kinder sind am schlimmsten. Die nerven noch viel, viel mehr. Magst du denn überhaupt Kinder? Ich bin doch selbst noch ein Kind. Und weißt du was? Ich will nur spielen, spielen, spielen. Und zwar mit dir. Ich habe ja gehört, mit Kindern kann man auch gut spielen. Frag mich das in 10 Jahren noch mal. Hm? Verstehe. Von der Apothekerin meines Vertrauens, die mich mit leuchtenden Augen vom Wunder des Lebens zugeschwallt hat. Damit das klar ist, ich habe was gut bei dir. Danke. Und jetzt mach mal hin mit deiner Klarheit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es noch wissen will. Das geht aber echt früh los mit deinen Stimmungsschwankungen. Sehr lustig. Was ist los? Ich habe Tim mal gefragt, was er so von Kindern hält, im Allgemeinen. Lass mich raten, Windeln wechseln gehört nicht gerade zu seinen Hauptdisziplinen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die blöde Idee gekommen bin, dass Tim eine Familie gründen will. Was ist denn für jemanden wie Tim daran so abwegig? Na, alles. Wir sind erst ein paar Wochen zusammen, Tim liebt seine Freiheit und er ist nie länger als ein halbes Jahr irgendwo geblieben, bis jetzt. 9 Monate wären schon mal ein Anfang. Wenn Tim erfährt, dass ich schwanger bin, dann denkt er doch, dass ich ihn anketten will. Das ist das Ende. Also, entweder breche ich die Sache gleich ab, ohne dass ich Tim was sage, oder ich bekomme das Kind.
und riskiere damit, dass Tim das weitersucht und ich alleinerziehende Mutter bin. Und wenn das Ganze hier wirklich den Bach runtergeht und ich mich selbstständig machen will oder mich beim anderen Label bewerben will, dann sehe ich doch diese Banker und Personalchef schon vor mir. Ach, sie haben ein Kind. Herzlichen Glückwunsch. Rebecca, ich weiß, dass du gerne im Voraus planst, aber bevor du jetzt anfängst, die nächsten 30 Jahre durchzutakten, solltest du erstmal rausfinden, ob du überhaupt schwanger bist. Los. Der dämliche Test sagt, bei zwei Streifen bin ich schwanger, bei einem nicht. Und bei dir waren es jetzt drei Streifen, oder was? Nein, aber sowas wie anderthalb. Einen und daneben ist so ein blasses Etwas. Vielleicht sind es ja Zwillinge. Deine Apothekerin des Vertrauens hat dir einen kaputten Test angedreht. Warum hast du eigentlich nicht gleich zwei mitgenommen? Das macht man doch so, um sicher zu gehen. Entschuldige bitte meine mangelnde Erfahrung. So oft war ich auch noch nicht schwanger. Ja, ich auch nicht. Jetzt bin ich genauso weit wie vorher. Du fährst jetzt einfach zum Arzt. Mein Gynäkologe ist im Urlaub. Dann fährst du eben in die Ambulanz. So wie du hier rumspinnst, glaubt ja sowieso jeder, dass du ein Notfall bist. Meinst du? Soll ich mitkommen? Nein, ich gehe alleine. Ich gehe in St. Vinzenz. Ach, und eine Sache noch wegen des Treffens, das Lisbeth angekündigt hat. Ja, diese Familienzusammenkunft. Wir sollen uns alle bei Alex im Hotel treffen und wahrscheinlich zu Kreuze kriechen. Wird bestimmt lustig. Danke, mir ist schon schlecht. Von Landstein, ich hatte angerufen wegen des Tests. Frau Doktor, haben Sie Zeit für einen dringenden Schwangerschaftstest? Sind Sie denn schon lange überfällig? Eigentlich erst seit ein paar Tagen, aber naja, ich bin privat wie beruflich in einem Ausnahmezustand und deswegen, naja, ich wäre sehr dankbar, wenn ich das Ergebnis schnell bekommen könnte. Im Labor ist heute nicht viel los. Na, dann kommen Sie mal mit. Danke. Hi. Kannst du mir sagen, wo Rebecca ist? Die ist kurz weg, irgendein Arzttermin, wenn ich das richtig verstanden habe. Was? Hat sie gesagt, bei welchem Arzt sie ist? Es ist wichtig. Sorry, aber... Oh, scheiße Mailbox, ey. Tristan, warte mal ganz kurz. Weißt du, bei welchem Frauenarzt deine Schwester ist? Nein. Aber ich kann dir sagen, wo sie ist. Rebecca, echt, ich würde sie verlassen, wenn sie schwanger ist? Und, würdest du? Tristan, ich liebe deine Schwester. Mit ihr ein Kind zu haben, fände ich super. Dann sieh mal zu, dass du schnell ins St. Vinzenz kommst und ihr das sagst. Sie dreht gerade völlig am Rad wegen der ganzen Geschichte. Ich bin unterwegs, danke. Rebecca? Was machst denn du hier? Woher weißt du, dass ich hier bin? Tristan hat mir gesagt, wo du bist. Dann hat er dir auch gesagt, dass du schwanger sein kannst. Darauf bin ich dann selber gekommen. Ey, du musst echt denken, ich war der größte Volltrottel, als du versucht hast, mir auf den Zahn zu fühlen. Dann fändest du es nicht schlimm, wenn wir ein Baby kriegen? Natürlich nicht. Ich meine, wenn du ein Baby kriegen willst. Frau von Landstein, Ihr Testergebnis. Danke. Warte mal ganz kurz. Was hast du einen besonderen Wunsch? Ich weiß nicht. Im ersten Moment, da hat mich der Gedanke richtig glücklich gemacht. Aber eigentlich geht's mir wie dir. Ich bin überfordert und ja, ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Mach du.
Drillinge. Nee. Du bist nicht schwanger. Wenn du noch ein Baby haben willst, müssen wir noch was dafür tun. No. Und jetzt? Jetzt? Gehen wir erstmal nach Hause und üben noch ein bisschen. Komm.